im Hotel eingesperrt zu sein, das ist natürlich nicht toll. Und heute wieder aufs Eis gehen zu dürfen. Ich meine, wir sind heute sogar zweimal auf dem Eis, deswegen. Aber ich glaube, jeder freut sich drauf. Und ja, es war gut, das erste Training jetzt mal hinter uns gebracht zu haben. Für mich persönlich war es anfangs schon schwierig. Ich war jetzt auch knapp eine Woche nicht auf dem Eis. Und gerade die zwei Tage jetzt in Isolation haben natürlich auch nicht geholfen. Aber die ersten 10, 20 Minuten haben dann schon geholfen. Danach wurde es dann besser. Ich fand auch, die Qualität wurde danach besser. Die Pässe wurden besser, die Laufarbeit besser. Und ich meine, die Stimmung bei der Nationalmannschaft ist sowieso immer gut. Auch wenn es jetzt durch das Corona ein bisschen überschattet ist, glaube ich, machen wir einen ganz guten Job, dass wir da alle positiv bleiben und einfach nur Eishockey spielen wollen. Ich meine, der Toni hat einen Gameplan, den wir verfolgen wollen, und das wollen wir so gut wie möglich machen und dann am Ende auch den Sieg reinholen. Ja, ich denke, erstmal jetzt die Trainingseinheiten, die wir noch haben, ein bisschen zusammenwachsen, gerade so die neuen Reihenkonstellationen ein bisschen auszuprobieren, ein bisschen das Gefühl füreinander zu bekommen und dann natürlich im System wieder gut zu spielen, einfach eine ordentliche Partie abzuliefern. Ich denke, das sind unsere zwei letzten Spiele vor der WM, deswegen sind die auch sehr, sehr wichtig. Ja, so ein Tapetenwechsel. Ich denke, die Saison war nicht so einfach für alle. Ich denke, das ist immer ganz schön und ich freue mich riesig.